Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von meinem Let's Play Plants vs. Zombies mit mir, dem AnnoLP. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem Part. Wir sind jetzt schon bei Level 2-9. Wir erinnern uns, wir haben Nacht und wir kämpfen hier gegen so einen freundlichen Dancing-Zombie. Nein. Erstmal die, dann den Grabfresser. Wir haben ein Grab. Wir nehmen den und den und. Was nehmen wir noch mit? Was nehmen wir noch mit? Was nehmen wir noch mit? Wir nehmen einen Eispilz. Nehmen wir einen Eispilz? Wir nehmen nur Pilze. Wir nehmen nur Pilze diesmal. Pilze fertig. Los, pflanzen. Los geht's. Wie viele Wellen es gibt, kann ich noch nicht sehen. Ich denke, es wird viele Wellen geben. Tendenziell so im letzten Nachtlevel, meine ich. Da sind viele Wellen-Zombies unterwegs auf dem meinem schönen Rasen hier. Und er kommt ganz oben. Das ist gut. Oben ist immer gut. Kriegt da noch einen zweiten Pilz vor die Nase gesetzt. Und wir bauen uns mal standardmäßig auf hier. So wie wir das aus den anderen Parts immer kennen. Ja, jetzt sehe ich gerade zwei Wellenzombies. Das heißt, in der letzten Welle kommen hier glaube ich, noch immer welche raus. Das heißt, wir werden da keine Probleme kriegen, die alle aufzufuttern. Kommen wir halt erst später mit unseren Fliegen, Pilz, Stinkepilzen, Dingern hinterher. Aber so ist halt das Leben. Wenn da jetzt wegkommt, ist das blöd. Dann habe ich nur ein Ding. Okay, ein Ding hält den zwar immer auf, aber... Ein Ding hält den auch nur ein bisschen auf. Das erste Mal sind die jetzt hier noch frei. Der Vorteil ist halt auch, dass wir hier einfach mal jetzt... Nur billige Pilze in Anführungsstrichen haben, also beziehungsweise dass man halt alles billig nennen kann. Ein bisschen was wert sind die schon alle. Und vor allem praktisch ist der, weil er uns A Geld bringt und B uns hier sozusagen in und B uns hier schützt. Das finde ich wirklich unglaublich praktisch. Oh, eine Goldmünze. Es blinkt. Es blinkt. Komm. Danke. Jetzt der erste Typ mit einer Pylone auf dem Kopf. Krieg ich dann noch den ersten Down hier? Fünf noch. Das geht aber gerade ganz gut mit dem Gräser wegflexen, muss ich gestehen. Wir sind hier ja schon jetzt auf Cooldown. Also wir kriegen die 75 voll, bevor der eigentliche Zombie... Ah, ein Pylonenkopf. Ich schaffe das sogar vor der ersten Welle. Die Welle lässt aber auch lange auf sich warten, muss ich gestehen. Okay, der war fail, der ist jetzt fail gesetzt. Ein bisschen. Für die Symmetrie. Und einmal und alle Gräber weggefressen. Whatever this sound was. Naja. Das war diese Welle. Oh.
ekeln. Aber läuft ja mit unserem Tempo gerade. Ich weiß gar nicht mehr, was das Ziel war. Ah. Er hat nicht so wirklich lange überlebt. Er hat halt vorher was gekriegt, das abbekommen. Und sehr symmetrisch. Wuhu, das war's. Hallo, wir kommen gleich auf ein Häppchen vorbei. Wären Eis und Gehirne okay? Herzlichst die Zombies. Na, eigentlich nicht, aber wir können ja nichts anderes machen. Ein Football-Zombie. The Zombies are coming. Nur mit dem 1000 Pilz arbeiten, oder was? Den Hypnopilz brauchen wir auf jeden Fall noch für später. Der kommt nicht weit. Im Moment nur solche Reaktionspilze. Irgendwie finde ich hier eindeutig die Leute jetzt. Der war schlecht. Der war richtig schlecht. Jetzt mal ein paar Pilze, so kann das laufen. So kann das laufen. Ein Glück. Die Hypnopilze sind unsere Versicherung hier gegen die Rugby-Zombies. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Gut, da Fliegengitter und Fliegengitter. Unten auch ein Fliegengitter. Ich wollte den eigentlich nicht zünden, aber es muss sein. Und noch ein Grab besser. Und wieder Geld. Geld, 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 Geld.
Och nö. Ein Fail gesetzt, der gut ist. Naja. Ist ja, denke ich, kein Beinbruch. Denn unsere Verteidigung im Moment ist ziemlich gut, ist vor allem auch ziemlich gut gegen Massen an Zombies. Das ist das Schöne an unserer momentanen Verteidigung. Genau, das zünden wir einfach den hier. Zünden wir ihn und. Bauen da einen kleinen Pustepilz hin. So, die ist nicht symmetrisch, weil man das halt teilweise nicht machen kann. Oh. Langsam läuft es, siehst du, jetzt habe ich auch komplett zwei Angsthasenpilze auf Distanz. Sie sind vorhanden. So wie das hier aussehen soll. Jetzt kommt die letzte Lane. Das geklärt mit Unheilspilzen, wenig Pilze verloren. So muss das laufen. Du hast eine neue Pflanze. Seerosenblatt. Kostet 25 Sonnen, ermöglicht dir nicht, Wasserpflanzen darauf zu platzieren. Auf dem Wasser. Und wir haben wieder Tag, aber ja, die Zombies haben genug in meinem Vorgang. Ah, hinten im Garten. Ja, Pilze. Okay, ich kann keine Pilze nutzen. Ah, die schlafen tagsüber sehr freundlich. Und dämlich. So fast so dämlich wie du. Und ich würde sagen, mit dieser Erkenntnis beenden wir diese Aufnahme und sehen uns in der nächsten wieder. Ciao.